Warnfeld aktiviert. Ach komm, ihr mit euren Scheißgranaten. Nervt langsam. Da hinten ist noch einer. Ach, und der hat jetzt plötzlich wieder Maschinenpistole dabei, oder? Weißt du? Nee. Also wenn jetzt in nächster Zeit wieder alle Maschinenpistole haben, dann nehme ich die natürlich auch wieder, weil die wirklich die bessere Waffe ist. Aber wenn die jetzt wirklich niemand hat. Tarnfeld aktiviert. So, die Hühner umgehen wir. Maximale Panzerung. Ganz dreist. Schalten ganz kurz auf Nachtsicht. Oh mein Gott, Konservendosen. Ah, wir sind verloren. Da hinten ist was. Na egal. Okay, da ist jetzt ein Boot. Ah, Moment. Da gehe ich nochmal schnell hier rein. Und schau mal ganz kurz, was bringt uns denn das Boot? Das Boot bringt uns. Ja, soll ich mal versuchen, so weit zu fahren, wie es geht? Hier rechts, aber ich schätze mal, ich glaube doch, das war doch der Wasserfall, oder? Naja, zur Not fahre ich halt wieder zurück. Das ist doch die Höhe angekommen. So, jetzt würde ich mal gerne sehen, wo ich im Boot fahren besser bin als im Autofahren. So, hier ist die Brücke. Okay. Okay. Es war der Wasserfall. Ja, das war keine gute Idee. Einmal wenden. Und dann am besten gleich unauffällig. Ja, ich weiß, hört sich bei mir komisch an, aber unauffällig ans andere Ufer fahren. Da ist der Kerl. Hier. Kann man mit den Teilen auf Land fahren? Das beantwortet meine Frage. Sind also keine Luftkissenfahrzeuge. Auch wenn sie so aussehen. Also einfach mal, jetzt würde mich ja mal interessieren, ob die ganzen Stationen hier jetzt wieder besetzt sind, weil wir die ja eigentlich alle schon, ich nenne es mal, geleert haben. Ja, und so sieht es auch aus. Ah, die Raketenwerfer und so ist noch voll, gell? Ja. Noch irgendwas vergessen? Ah, FY ist aber auch voll. Präzisionsgewehr. Ne, da behalten wir lieber die Schrot. Wo müssen wir jetzt lang? Okay, da geht's auch. Da kommen wir halt dann. Da müssen wir jetzt halt dann gleich rechts wieder auf den Weg. Hier so. Da beeilen wir uns mal wieder. Das wird jetzt bestimmt wieder mal so eine Lauffolge. Feind da vorne. Maximale Panzerung. Okay. Tarnfeld aktiviert. Erledigt. Es war ein Feind. Maximale Panzerung.
gerade nicht. Dingens One-Hitten, also One-Shot-Kill machen, was ich sonst immer geschafft habe. Naja, entweder waren es mal wieder meine Master-Matrix-Skills, oder es war einfach noch mehr Fail. Oh. One. Ree hat sich sowieso schon überlegt. FY ist voll Schrumpflinte. Ich höre schon wieder ein Heli. Ach komm, ich hab die die Station sieht leer aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Lauf. Lauf. Quick save. Okay. Der wäre erledigt. Und ja, das ist jetzt der bekannte. Oh. Na, der wird sich über die Abwrackprämie freuen. Ah, das war der Laster, mit dem wir schon mal begegnet sind. Und das war unser alter Laster. Soweit ich das richtig erkennen kann. So, über die Brücke zurück. Hoppla. Nach links. Noch einmal kurz Karte schauen. Ja, wir sind richtig einfach. Wow. Okay. Ja. Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, auf dieser Strecke waren wir noch nicht. Wir kamen nämlich hier von hier rechts und jetzt müssen wir hier lang. Okay. Aber das einzig wirklich Nervige ist, sind diese ewigen, riesenlangen Wege. Also das ist echt schön, dass die Map so riesig gemacht wurde. Irgendwas Neues vom Rest des Forschungsteams? General Kyong hält sie in der Mine fest. Ja klar, in der Gegend wimmelt es von KVA-Truppen. Egal, was sie da oben verstecken, sie wollen nicht, dass wir es sehen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, das gehen wir jetzt mal zu Fuß. Und genau, ich finde es schön, dass die Karten so riesig gemacht wurden. Aber es sind halt teilweise einfach, wie jetzt gerade eben, Wege, die man eigentlich nur im Auto schaffen könnte. Boah. Okay, da vorne ist eine Rauchgranate, also so eine Leuchtegranatendingens. Oder wie auch immer das heißt. Okay, einer. Nur einer. Nicht nur einer. Ich treffe die nie mit dem Sturmvisier. Also im Sturmvisier scheine ich ja echt eine Niete zu sein. Ja, nur einer. Mhm. Sieht mir auch so aus. Wirklich? Nein. Dank für die Info, ist ja ganz was Neues. Hätte ich mir so nie träumen lassen.
maximale Panzerung. Ah, und jetzt versuche ich mal vielleicht mit Einzelschuss. Vielleicht geht's da besser. Maximale Panzerung. Na, geht ja viel besser. Ah, den Granatenwerfer haben wir auch noch. So. Jetzt reicht es aber wieder mit Granatenwerfern. Alle Maschinenpistolen oder was? Nein. Dann war die Maschinenpistole hier wahrscheinlich wieder mal nur eine Ausnahme. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Oh, da ist ja noch einer. Okay, mache ich. Also mache ich nicht. Viel mehr. So, der hat wieder Maschinenpistole, der hat wieder FY. Und der ist tot. So, FY, nur ein Raketenwerfer, dann mache ich den hier schnell leer. Granaten, MP, FY, FY voll, MP, MP voll. Okay, solange wir die MP wieder voll haben, nehmen wir die MP doch auch wieder. So, Flexvisier, ja, passt doch. Da haben sie versucht, die Straße zu blockieren, aber nicht mit uns. Mit unseren Superfahrkünsten. Ich hänge mich doch echt an allem auf. Autofahren in dem Spiel hier. Okay, dunkel. Lichter, vernebelt, Exfiltrationspunkt, Hubschrauber. Sieht verdammt nach einer Falle aus. Und dazu noch Friedhof. Besser kann's nicht sein. Also, wenn es ein Friedhof ist oder was auch immer. Sieht so aus. Energie kritisch.